Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Ich wollte gerade generell Heinrich sagen, aber es ist ein anderes Spiel. Und ich glaube, ich habe da gerade Kannibalen auf der anderen Seite gehört. Außerdem, der Sonnenaufgang sieht das recht nett aus hier. Ja, wir spielen The Forest, wie man unschwer erkennen kann. Und meine Mission für heute ist die Taucherausrüstung. Genau, weil wir waren ja letzte Mal in einer Höhle. Oh, hier ist keiner. Ich habe einen gehört. Ich höre wohl schon Geister oder... Man hört ja schon über... In jeder Ecke Kannibalen. Mach mal auf hier. So. Mach mal zu. Hi, Jukit. Ja, letztes Mal waren wir in einer Höhle, wo wir dann tauchen mussten. Die nördlichste habe ich jetzt einfach genannt. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Und die haben einfach keine Taucherausrüstung. Wir haben zwei Taucherflaschen. Und ja, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, wo denn das so ungefähr sein könnte. Ich wollte jetzt nicht 100% wissen, aber man hat mir einen Tipp gegeben. Fangen wir es einfach mal so. Wow, was ist denn das Eichhörnchen hin? Ah ja, die geben ja kein Pelz, die geben ja nur so ein bisschen Fleisch, ne? Ich glaube, ein Waschbär fehlt uns immer noch. Was ist das? Lecker Pilz. Irgendwas haben wir eingesammelt. Ist noch was? So. Wir müssen erstmal die Yacht finden. Warte mal, wie hat das gesagt? Anker links und Yacht rechts. Und quasi in der Mitte und dann die Richtung geradeaus. Das könnte die eine markierte Höhle sein. Auf der Map. Und dann sind wir schon in der nächsten Höhle. Ja, ich habe in der Anfangszeit sehr viel mit Zeit im Bauen verbracht. Da ich jetzt nicht weiß, ich habe jetzt am Haupteingang, habe ich jetzt mal zeigen können, auch nochmal wieder so ein kleines, kein Baumhaus, aber so ein Steg quasi gemacht auf dem Baum, dass wenn jemand hinter der anderen Mauer ist, ich quasi raus oder drüber wegschießen kann auf die Kannibalen. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ja, ich glaube falsch. Muss man dann diese... Mal gucken. Ich weiß auch nicht, wie groß die Höhle ist. Das weiß ich alles nicht. Aber ich schätze mal, es gibt wieder Mutanten. Was gehört. Ach so, ich schieb hier... Ah, ich schieb mir hier was vor. Oh, die Füße. Das hat das Geräusch verursacht. Laufen mal ein bisschen. Ich hoffe, dass wir da reinkommen, ohne dass uns Kannibale oder irgendwas anderes uns sieht. Mal auf den Plan gucken. Okay. Oh. Koffer. Koffer sind immer gut. Klebeband brauchen wir immer. Und Snack nehmen wir auch. Ja.
Und für zwischendurch? Ja, kein Platz für Medikamente. Die habe ich leider nicht rausgeschmissen. Aber die Schränke sind auch alle voll, die ich habe. Ich weiß nicht mehr, wohin mit dem ganzen Scheiß. Ah, es könnte hier für uns sein. Die brauchen vielleicht gar nicht. Er meinte geradezu zwischen Yacht, also auf der anderen Seite von der Bucht von dem Anker ist die Yacht. Nur, dass wir gerade zwischen Yacht und Anker geradezu gehen würden. Und dann sollten wir einen Spalt finden. Was könnte das hier schon sein? Ja, ich habe damit schon gerechnet. Also ihr erschreckt mich jetzt nicht mehr so leicht. Alkohol. Drecksviecher. To-Do-Liste hinzugefügt. Ja, welche denn? Was denn? Bestimmt wieder erkunde irgendeine Höhle. Was ist diese To-Do-Listen-Scheiß? Kraterhöhle? Nee, es ist nicht Kraterhöhle. Welche Höhle ist denn das hier? Geh jetzt rein. Duckeli-Duckeli. Sind auf jeden Fall schon mal drin. Dann haben sie schneller gefunden, als ich dachte. Hier hängen wieder Finger von der Decke. Wurzeln. Koffer. Tücher. Ein Ärmchen, wo Arme sind und Penisse von der Decke hängen. Da können die Kannibalen nicht weit weg sein. Ja, stimmt, da haben wir ja auch genug. Ist. Okay. Ah, guck an, da geht's auch irgendwo hin. Da geht's. Wir gehen beide. Scheiße. Du tot? Ja. Bleib doch hier. Komm her. Tücher! Wer gewonnen hat, kriegt Tücher. Okay. Habe ich noch Knochen? Nö. Nehme ich noch einen Tücher? Ich komme gleich zu euch. Lauft nicht weg. Da ich mich keinen Schimmer habe, wie weit und wie tief und... Oh, Geld. Vielleicht gibt es hier ein Lagerfeuer. Da gibt es Tücher. Tücher, Tücher, Tücher. Überlebende.
Jetzt haben wir die Möglichkeit, links oder rechts. Entscheide mich jetzt hier für diese Richtung. Schade, dass hier kein Lagerfeuer ist. Warum geht das denn jetzt hier nicht? Sprengstoff. Uhr. Klebeband. Sind denn die Uhren bei mir hier? Ich konnte doch nie welche nehmen, weil ich immer welche habe. Dahinter. Oh, gib her da. Scheißen wir auf die Knochen. Oh, ein paar Passagiere haben wir gefunden. Ja, dann nehme ich deine Uhr halt nicht. Was liegt da? Ein Bein! Oder? Das ist auch ein Bein. Actionfigur. Es fehlt nur noch ein Bein. Dann haben wir es. Da freut sich unser Sohn, wenn wir ihn mal sehen. Spraydose, die ich immer noch nicht angewandt habe. Noch eine Spraydose, die ich nie angewandt habe. Würde ich mal machen, ey. Ich habe nur Angst, dass ich da einen auf die Nase kriege. Ich behalte die Uhr. Ja gut, dann ging es ja hier nicht weiter. Hier ist noch wer. Da hängt von irgendwem die Hälfte. Ja, dann trinke ich mal einen Schluck. Das hat uns wieder alle so angestrengt. Oh, der ist roh. Na gut, dann komm. Machen wir mal schnell ein Lagerfeuerchen. Reicht ja auch das hier. Hauen wir uns jetzt Echse rauf. Hat die Ruhe genommen, Gott sei Dank. Zwei Stückchen einsammeln, dann holen wir mal die Leichen. Weil Knochen zu haben ist ja nie verkehrt. So. Ich weiß nicht, wie tief, wie lang die Höhle geht hier. Ich habe keine Ahnung. Und dann holen wir uns das doch. So, dann holen wir uns den nächsten. Dann haben wir sie auch gleich bestattet. Nicht, dass da noch ein Kannibale von ist und krank wird. Wollen wir nicht. So. Das finden wir auf jeden Fall. Das haben wir bisher immer gefunden. Na los, gib Gas da. Könnte noch rein theoretisch schon Rüstung basteln, ne? Müssen wir ja nicht nehmen. Ja, komm, bist du gut durch? Möchte weiter. Danke. Ja, zack. Wunderbar. Daraus machen wir uns auch nochmal eine Rüstung. Vielleicht finden wir noch mal ein, zwei Kannibalen. Wenn ihr eine bestimmte Anzahl von Knochen mitnehmen. Ach, da ist noch ein PC, aber.
Gameplatz, habe ich jetzt keine Lust. Weiter. Tücher. Dass wir mal Tüchermangelware hatten, ne? Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Das geht nicht auf. Gut. Ja, wer immer das sein soll. Bild. Ein Loch und Wälder. Wahrscheinlich das große Loch. Das hat unser Sohn wohl auch mal entdeckt, als er hier mal Urlaub gemacht hat. Mal drüber, drunter. Ja, jetzt durch. Mach auf da! Ich will rein. Enger. Und da hören wir was. Ich sehe ja gar nichts. Boah, da ist drin. Er hat ja was zum Kloppen dabei. Ja, du brauchst nicht schreien, komm her. Ich verspreche, ich tue dir auch nichts. Logan! Oh, der andere lebt ja noch. Ist ein Eng hier zum Kämpfen. Mich nicht da rauszugehen. Zack. Oh, haben wir ihn erwischt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja gut, jetzt haben wir hier wieder Leichen. Bergarbeiterhelm. Hat der noch Pfeile von mir? Nee, ne? Gut. Schnell umgucken, bevor das Licht wieder ausgeht. Nur ein Pfeil. Bücher! Das ist echt eine Tuchhöhle hier. Diese Kisten sind fantastisch dafür. Nicht so viel Tücher. Gut, dass wir mehr als nur zwei mitnehmen können. Nicht so wie andere Gegenstände, die man nur fünfmal haben kann oder so. War das alles? Was denn da? Doch wertvoll aus. Kann man nicht mitnehmen. Kissen. Aha, ein Hocker mit Köpfen. Okay, hier geht's weiter runter. Braucht jemand viel Alkohol? Hm. Molotov-Cocktails hat man auch genug, ne? Nein. Okay.
kann ich noch mit der Alkoholflasche machen hier, verdammt. Sprengstoff. Na gut, dann machen wir mal Sprengstoff. So. Guten Alkohol wollen wir nicht verkommen lassen. Medikamente, Medikamente. Da flog gerade ein Herz, okay. Eine Taschenlampe. Da sind auch noch ein paar mehr, aber wir können keine mehr tragen. Nee, habe ich jetzt zwei Taschenlampen? Wir haben jetzt die zweite Taschenlampe eingesammelt, aber er checkt es nicht, dass wir... Weil hätte ich ja dauerhaft... Ey, scheiße, ich hätte die vorher mal verbauen sollen. Kacke. Kacke. Mist. Hätte ich hier vielleicht vorher einen Bogen dran gemacht? Dann hätten wir vielleicht so noch eine separate gehabt. Was ist das denn? Ja, da hat jemand, Herzen versteckt, jo, und Gehirn und... Jo. Verstecke ich auch immer, du. Ich dachte, wir finden hier eine Taucherausrüstung, aber bisher... Mau. Wird wohl nix. Ärgerlich. Ärgerlich. Ja. Oh, vier Druckluftflaschen haben wir. Oh, dann geht's mal runter. Oh. Köpfe, Köpfe, Köpfe. Dann geht's weiter. Wir gucken Augen an, da von diesem Mutanten. Von diesem Mutantenzeug, ey. Yummy. Joa, geht tief runter. Dann trinken wir mal einen Schluck. Streng. Ist ja anstrengend. Alles mit der Taschenlampe war gerade buggy und diese Augen irritieren mich am Arm. Da. Ach komm, erstmal davon was. Und noch eine Dose. Ist denn hier gleich hoch? Okay, scheint sauber zu sein. Das ist ein Mutant? Oh, eine Leiche. Da vielleicht was? Ja, guck mal nicht hin, ne? Nee, schade. Hm, das wäre auch fies gewesen, wenn hier jetzt die Taucherausrüstung gewesen wäre. Da wären einige bestimmt 20.000 mal vorbeigelaufen. Ja. Toll. Ah!
Doch toll. Guck mal. Danke, Alter. Ich danke dir. Das ist richtig edel von dir. Warum bist du so? Kann man denn so sterben? Wie kann denn der Arm so bleiben? Ja, aber ist egal. Komm, gib her. Du kannst nicht mehr Druckluftflaschen tragen. Ja, dann leg die eine doch dahin. Und wie läuft das jetzt? Ah, da ist der Taucheranzug. Da jetzt mal tragen. Unter Wasser wird das Licht nicht funktionieren. Haben wir Licht? Nee, ne? Ah, automatisch Licht. Ich kann hier kaum was erkennen. Das ist nur ein Kopf. Irgendwas gesammelt. Köpfe, Köpfe, Köpfe. Okay. Wir frieren auf jeden Fall. Wir frieren uns den Arsch ab. Okay. Hier unten noch was. Also man kann es auch nicht so toll erkennen irgendwie. Oh, wir erfrieren. Scheiße, Lagerfeuer. So. Anstrengend auf jeden Fall. Jetzt ist nur das Doofe, wenn wir wieder reingehen, frieren wir wahrscheinlich wieder. Ne, da hinten waren, glaube ich. Ja, Druckluftflasche können wir nicht mitnehmen. Aber ich würde sagen, da gehen und weiter. Wo immer es hier auch lang geht. Ey Gott, da gibt's unter Wasser keine Kannibalen, nur so ein Scheiß. Wir frieren schon wieder. Warum geht das Licht schon wieder aus? Platz für eine Druckluftflasche. Dann mache ich mir wieder.
War das gerade in echt oder war das jetzt? Hier. Was ist das? Kann ich benutzen? Dann haben wir da wieder Luft und habe ich eine wieder dabei. So. Was ist das denn bitte? Das haben wir das schon mal gesehen. Das ist ein Tor? Nein. Tun wir uns mal kurz wärmen. Ach, wisst ihr was? Meister erstmal was rein. Oh ne. So meine ich das nicht. Okay, Leichen. Ah, nicht ins Wasser. Mal kurz wärmen. Nochmal was nachschmeißen, dass es ja anbleibt. So. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Warum hier solche Tore sind. Ich mache hier erstmal einen Break. Und dann würde ich sagen, ja, wir haben jetzt in dieser Runde quasi Taucherausrüstung besorgt und in der Höhle geht es noch weiter und wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Aber das seht ihr erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, kommentieren, liken und ein Abo wäre auch ganz toll. Ansonsten noch haut rein, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.